Eieieiei, unlucky, weil das Ja, richtig ja. unlucky. War wirklich mega unlucky, dass wir so lange bis zum Dings gebraucht haben, weil wir waren halt alle richtig weit Ich hinten frage der mich aber, Straße von drin. wo aus der gekommen ist. Weil die Zombies, die waren alle so, dass der unten gespawnt, oder dass Ey, er einer von uns irgendwann. ist ohnmächtig. Mit der Patrick. Oh, da ist einer Ja. ohnmächtig geworden. Oh, shit, kid. Abgeben, abgeschossen. Ja, jetzt kommen alle Lock, Zombies. Jetzt lock kommen den alle Zombie, lock Zombies. den Zombie. Uiuiui. Ja, ja, ich schon. So. Gib mir gleich einfach Gnadenschuss. Was hast du denn? Ups, ich bin mit dem Finger ausgerutscht. Ja, oder du natürlich ein Ich hab keine Ich hab Bandage keine mehr. Bandage mehr. Ich bin der Schädling gleich. Er hat der Er hat der Knochenbruch oder Knochenbruch sowas? oder sowas. Ich bandagiere ihm. Immer locker bleiben. Er schießt die ganze Zeit auf die zum Trip und schießt ihr Ich bei der kann. Warte mal. Ich kann aus Zombies Kleidung machen. Ja, Ja, mit der das ist das Schere. ja, mit der Schere. Checkpulls? Also, okay. Lol, jetzt liegt er da. Einer Kippt der er Player ist einfach so um, close. Geht mal hier bitte eben weg. Geht mal bitte eben weg hier. Guck mal, mit der Kleidung raus, ne? Du kannst auch einfach aus Zombies rausschneiden mit der Ja, Schere. das hätten wir ja immer sagen können. Take a blood sample. Another play is so close. Ich habe vorhin Leute, noch eine Leute, mal eben Explosion bitte weg. gehört. Kann es vielleicht unterkörpern? Geh mal bitte weg, geh mal bitte weg. Rush Jacket, bisschen weiter weg. You need to read the book Drops of Human Blood if you want to take a blood sample, okay? Dann gucken wir nochmal, cut close. Okay, so sieht das denn aus. Das hätte mir einer sagen können. Ich suche die ganze Zeit Kleidungsstücke. Voll nicht dran gedacht, so. Ich auch nicht. Aber. Ich kann nur Bandage egal. Wound machen. Warte mal, ich mach mal so. Was brauche ich denn dafür? Weiß das vielleicht einer, wie das funktioniert? Bitte? Bitte? Nee. Ja, ist hier auch. Ich weiß halt nicht, wie man Medikit selber machen könnte. Wir waren gerade unten so, ne? Meint er so auf einmal, ja, hat jemand was zu trinken hier in der Scheune gefunden? So. Nee, nee, auf einmal fragt er mich nach 2 Sekunden wieder, ob ich was zu trinken gefunden habe. Er geht schnell. Dann. Okay, man muss. Es funktioniert nicht immer mit den Kleidungsstücken. Okay, ich verstehe. Sondern eine Glückschance. Geht's dir gut, Enemy, oder? Wie sieht der Bluttropfen aus? Wir müssen gleich aber auch, also auch für uns was zu trinken finden. Er lässt sich die ganze Zeit schlagen wieder. Du bist nicht besser. Bei mir Er hat passiert nicht das so viel wenigstens im Latex Laufen. dabei. Also ich nicht. Also ich nicht. Ja, ich, okay, wir können weiter. Irgendwie, ich habe jetzt 5 Kleidungsstücke. Wenn Ich ihr okay. blutet, ja, dann lauft mal bitte zu mir, ich verbinde euch. Das ist sehr wichtig. Einfach Richtung Strand. Ah, da, ich sehe die Badewanne. Kann man da zu zweit fahren? Ja. Ja. Okay. Das ist auch Auch die nur Feuerwehr, zu zweit. stimmt. Naja, warte, ich komme. Bleib stehen, bleib stehen. Scheiße, haben die uns tatsächlich unseren SUV gesnackt?
Geier. Pass auf, Cat. Cat und Antinemy waren das. Die kennen ja den Weg, oder? Mhm. Aber da ist ja nur ein Reifen zerschossen, oder? Ja, von der Feuerwehr schon. Den können wir ja gleich holen. Oder hast du einen Reifen dabei? Nee, auch hinter dir kommt ein Zombie. Ich kann nicht einsteigen. Du musst einen kurz einmal absteigen. Hier. Yeah. Komm mal jetzt. Okay, müssen wir nur eben zur Tanke am besten, oder? Oh, ich wurde beschossen mit von der DN, wir sind ohnmächtig. Ich komme in eure Richtung, wir landen. Ja. Wissen nie, dass ihr zu zweit wart? Ja, ich weggefahren bin. Ah, du bist weggefahren? Mhm, aber ich kämpfe mal gegen den. Aber irgendwo in der Stadt weiter. Ich hab deine Leiche im Blick. Nice. Aber ich weiß nicht, ob ich den Spieler im Blick hab. Ja, ziemlich gut geschossen. Ich hab keine Ahnung, wo der war. Er hat mir Insta-Head gegeben. In der Stadt war der, wo wir die ganze Zeit gelootet haben. Entweder der war irgendwie auf so einen Turm drauf und hat gewartet, bis wir irgendwie wegrennen und nicht mehr in der Stadt sind, oder? Ich glaube, der war in einem der Häuser. Ich warte einfach, bis Perry hier ankommt. Ach, wieder unglücklich. Unnötiger Tod. Aber er lootet dich noch nicht. Ich hab der Angst, dass ich noch hier bin. Wo bist du gestorben, Daniel? Ich genau, bin direkt am Strand. Also, hab mich direkt rausgeschossen. Die Entwicklung. Ah, hier baut einer. Könnte das der sein? Weißt du, wer dich getötet hat? Hat das nicht? Stand da nicht. Das stand da nicht. Stand... In dem Zeitpunkt wurde doch wer anders getötet und das kam vor der Wind. Hier baut jemand und zwar ist das. Sollen Anti-Enemy und so dir helfen? Ja, ja, klar. Hat halt nur die Enfield. Wir müssen natürlich nur die Enfield hat. Oder der war unten im Bunker, das würde auch gehen. Der muss irgendwo in einer der Häuser sein, der hat noch nicht gelootet. Der ballert? Jo. Weißt du das? Eieiei. Auf wen ballert der? Keine Ahnung. Da läuft der. Wo? Der läuft Richtung Norden. Ganz links an der Stadt. Hinter dem Wasserturm. Den Rostigen. Hinter dem Wasserturm? Da war ein Rocker, ein blauer Rocker. Blauer Rocker, okay. Ich park das Auto in der Stadt. Ist er in die Stadt reingelaufen? Nee, nee, nee. Also, der ist nach links gelaufen. Also, Richtung Stadtrand. Richtung Wald, ja? Ja. Ich versuche, ihn in der Stadt abzufangen. Hier liegt eine Leiche. Wahrscheinlich meine. Nee, nee, ist oder der ist ohnmächtig geworden. Ich glaube, der ist ohnmächtig. Bandit? Jo. Ist das der? Jo, nice. Tot. Good job, good job. War ohnmächtig. Okay. Hab ihm jetzt schon gegeben. Ich hätte den abgefangen, ich hätte mich hier auf der Seite. Ich wollte mich in dem blauen Gebäude dort einbunkern und dann einfach warten, bis der kommt. Der müsste in mich reinlaufen.
Oh, Pimmel, hat er was zum dabei? Ersten Mal hast du mich gerecht. Weiß ich noch, ich muss sogar Zombie töten. Bad Boy Bag, ja, M41 CCO. Ich kann den halt nicht lieben. Oben Bad Boy Bag. Wir schießen, ah, der hat. Oh. Der hat CZ-Magazine, aber keine CZ. Ich glaube, ich weiß, wie der hier in die Stadt gekommen ist. Ich habe eine neue Tasche. Ich nehme mal die Take-Girls-Tasche. Haben wir heute doch mehr erlebt, als wir erwartet haben, oder? Oder sieht man die Sneaky, die in Origin spielt? Die warten echt auch bis auf den letzten Moment. Willst du deine Tools jetzt wieder haben, Mucke? Nee, behalte die nur. Aber ich nehme die hier, du hast ja wahrscheinlich alle schon einmal genommen, wa? Ich hab mich noch nicht. Ich bediene mich nicht an anderen Leute Leichen. Okay, dann mach ich das einfach, weil ich so nett bin. Aber einen Ranch hast du, ne? Weil das Lustige ist, dass der Daniel auch einen Ranch hat. Dann nehme ich die Wasserflasche und leg aber dafür eine Leere dahin. Was hab ich? Was ist, hab ich für einen Ranch? Du hattest den Ranch, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Nein. Doch! Kann nicht sein. Alter, ist das dein Ernst, Daniel? Nein, ich hab den doch dann erst seit vorhin oder so. Hm. Ja. Hä, was? Was ist denn? Hast du den jetzt echt so ein Adjustable Ranch? Ja. Nein. Alter, Daniel, ne? Mucka, ich hatte die Wench auch die ganze Zeit. Ja, ja, aber es geht um Daniel, weil wir eben die ganze Zeit deswegen einen looten gegangen sind. Hey, was? Alter, Daniel, ne? Ja, ja. Ah, Daniel, Lisa. Ne? Ich? Zombies? Bitte gib mir die Shisha, Mann. Daniel? Ja, ich wollte nur ein bisschen Spaß hier noch reinbringen, weißt? War nicht absichtlich. Okay. Könnt ihr alle mal hier so 5 Meter weggehen, damit ich mir einen Backpack nehmen kann? Warte, okay. Ich wollte mir die Jerrycan noch nehmen. Ja, warte, den nehme ich sofort. Ich will ja gleich den Transit auftanken. Ja. Ich will gleich noch einmal die Pillen durchsuchen. Das macht Spaß, die verschiedenen Pillen zu durchsuchen. Ich frage mich, was da alles rauskommen kann. Habt ihr mich hier leer geplündert? Alles klar. Ich hab deine Werkzeuge. Ja, ja, passt. Dani braucht mir eine Waffe, der Kills machen. Ja. Harry, du hast jetzt einen Jerrycan, oder? Ja. Der Typ hat sich bestimmt geärgert, ne? Steck du mal einen Kill gemacht? Hat einen Kill gemacht? Wird verfolgt? War eben zur Tankstelle. Was passiert? Er fällt, er wird unmächtig. Abbauen kann man nicht, oder? Nee. Was ich gut finde. Was ist denn das für ein Ding? Filtering Parts für Trucks. Motor Engine, brauchen wir die? Brauchen wir immer. Oh, jetzt fällt mir ein, wo ich die vorhin gefunden habe. Auf einmal. Ey. Sei einfach ruhig, Daniel. Das wird nur schlimmer für dich. Ich hab gedacht, das wäre so ein normaler Schraubenschlüssel. Aber wohl doch nicht. Ja, Daniel, ne? Die ist bewusst, ne? Bitte nicht zu feste, bitte. Ich nehme mal Scrap Metal mit, oder, Perry? Brauchen wir das? Warte. Ja. Steckt denn ein? Ich muss halt die ganze Zeit Sachen dafür droppen, das ärgert mich. Lass mal was zu essen da und die leere Wasserflasche, oder? Ne, das hier. Einmal mit Profi spielen, Daniel. Mann. Ich bin halt nur im PvP gut.
Ich fahre da nie. Bin ich schon ja, irgendwie Fahrer. Mein Spiel hat nicht so feste so ins Gesicht. Ja. Also eigentlich meine ich was anderes, aber. Ja, ich bin der Katholike. Hä, wer ist der Bandit, der da hinrennt? Das ist keiner von uns. Perry, warte. Einfach draufschießen, einfach draufschießen. Da kommt, da ist ein Helikopter, ne? Weil das nicht. Was bin ich, was bin ich, wer auch mal mich beschießt? Perry! Weil ich bin kein Bandit. Daniel hat gesagt, das wäre ein Bandit. Hey, das ist Daniel, ein Bandit. Ich bin Hero Level 1, ihr los. Boah, Mann, Daniel. Perry, warum schießt du denn, Mann? Was soll das denn? Immer dieser Perry Teamkiller, Mann. Ey, verlass dich einmal auf Daniel. Hä, was? Ey, Daniel, ne? Was sind das für Helikopter, die da kommen? Das ist gut. Hier ist ein Spieler, hier ist ein Spieler. Ja, danke, Perry. MK-17, 115 Meter, woher? Keine Ahnung. Direkt vor uns, von dem Strohhaufen. Shit, Alter. NPCs. Ja, da steht auch ein Auto. Das sind mehr Leute. Wo? Nein, nein, das ist das Auto, was ich meinte. Aber da sind mehrere. An diesen Strohballen, an der Scheune. Ja. Ja, ja, ich seh's. Sie werden gerade beschossen vom Helikopter. Nee, nee, das bin ich gerade. Westlich meiner Position. Westlich? Ich hab leider keinen Kompass. Ja. Da, wo du hinguckst? Ja. Da stehen zwei Autos und links läuft ein Spieler quer übers Feld. Okay. Ich hab gedacht, die Helis hätten mich so instant rausgeholt. Boah. Ich dachte, Perry hat dich gekillt. Ja, hab ich auch gehört. Das ist mad auf. Das ist die Frage, wo meins? Ich hör Perry schießen. Richtung Stadt? Ja, da ist einer. Ah, ich bin ohnmächtig. Ja, das sind mehrere. Mensch, wo sind denn alle? Ihr wollt die Leiche von Daniel looten. Ich kann die doch nicht looten lassen. Aber dann hat mich jetzt wer anderes abgeschossen. Ach Mensch, Perry. Verlässt man sich auf mich? Ich sehe Perrys Leiche, aber. Ey, ich bin doch nicht tot. Ich sehe einen Spieler, der auf Perry geschossen hat. Aber ich kann jedenfalls. Ich hab halt richtig beschissene Position hier. Ach, probier einfach safe zu spielen, nicht dass du auch noch verletzt. Erholung, was soll schon passieren? Ey Daniel, wenn ich nochmal in den Fahrersitz setze, ne? Ich bring dich um. Sorry, Schatzi. Beim nächsten Mal fährst du ohne Führerschein. Ja. Dashek hat ja seit Eagle getötet. Nice. Da war noch nie. Ach, die werden jetzt zerrupft. Mann, verstehen. Perry, du lebst? Pass auf, unter dir ist ein Zombie. Die haben Auto kaputt gemacht, nice. Oh, die Helikopter kommen wieder. Die schießen auf mich. Einer ist in die Stadt gelaufen, sagst du? Perry? Nein, ist er nicht. Okay. Das ist das, was ich jetzt verstanden habe. Dann laufe ich in die Stadt. Also wenn du einen in der Stadt siehst, das ist auf jeden Fall ein Gegner. Aber Perry, sei froh, ich hab dich vor dem Tod bewahrt. Das Problem ist, da ist jetzt Rusher Cat. Der lebt ja noch, ne? Ja. Anti-Mate auch. Wäre so fail, wenn du die tötest, Mucke. Ja, wenn man das jetzt. Ne, ich schieß nicht da, wo die Rauchsäule ist. Ich schieß die Leute bei mir hier. Sind die immer noch an dieser komischen Farben, von wo die geschossen haben? Oder haben die sich jetzt schon... Ist noch einer tot? Oh, Russia Cat dreht auf, Mann. Auf eines verlass. Ja, Mann, ey, die Russen, Mann, die zerlegen einfach alles. Ich will da halt jetzt nicht einfach reingehen und alles töten. Ey, ich muss immer zuerst dran glauben. Mucka, hast du noch ein Blood Deck? Dann kommst du... Nee, das habe ich eben selber benutzt, weil jemand auf mich geschossen hat.
Das ist, glaube ich, Russia Cat. Russia Cat hat die graue Kleidung, oder? Nee, der hat... Er war ein Weib. Er hat eine graue Kleidung. Töte ihn, graue Kleidung töten. Russia Cat was killed, ja. Ich kann noch nicht. Der hat beide getötet, ja. Er ist noch am Haus, Perry, er ist noch am Haus. Okay, das war wirklich ein Feind. Ich hab mal beobachtet, wie Russia Cat stirbt. Das ist halt das Blöde, mit so vielen Leuten spiele ich echt ungern, weil er weiß nie, ob das Feind ist. Ich will halt keinen Teammate töten. Graue Kleidung hat der Perry. Bei welchem Haus? Bei der, bei den Autos? Bei dem linken. Da, wo die Autos explodiert sind, beim linken, von hier aus gesehen. Bei dem kleinen. Der ist jetzt dahinter irgendwo. Ich sehe da so ein pinkes Auto oder sowas. Lila ist das, ist der Transit. Ja, der Lila, genau. Okay, ich probiere dir gleich von hinten zu rushen. Ich probiere hier eben in der Feuerwehrwache eine, irgendeine Waffe zu finden. Ist ein Freespawn jetzt? Wenn er die Grafik auf Flow hat, kann er mich nicht sehen. Wenn der Grafik auf Flow hat, dann werden ihm die Fenster nicht angezeigt. Ich könnte mich von hinten anschleichen, Perry, oder ich bekämpfe den hart. Ja, ich versuche ihn gerade zu flanken. Ich wusste halt nicht, ob Russia Cat Level Up aufgestiegen ist, weißt du? Und ich wollte jetzt nicht Russia Cat töten, weil Russia Cat uns echt ordentlich Arbeit erspart hat. Und zack, bin ich ohnmächtig. Direkt hinter uns. Bei denen? Oder wo? Ja, ja. Also, ich hab halt Lob, das bin ich umgefallen. Okay. Helikopter haben den, glaube ich, immer noch im Blick. Entweder den oder mich. Eins von beiden. Ah, Mokka bleibt einfach safe so. Die Sache ist, der könnte auch runterlaufen, weißt du, richtig am Strand, dann würde ich das nicht sehen. Aber der will wahrscheinlich auch looten. Ja, looten wird der wohl, glaube ich, nicht machen. Der wartet auf seine Mates. Seine Mates werden jetzt wahrscheinlich auch wieder im Äther spawnen. Ja, wahrscheinlich. Und hier rüberlaufen. Das ist halt scheiße, dass hier Äther in der Nähe ist. Ich überlege halt, ob hier irgendein Spawn, nicht Spawn, sondern ob hier irgendeine Position besser ist. Da ist der Typ. Scheiße. Wo? Aber ich glaube, der checkt mich nicht, weil ich da so liege. Wo ist der? Bei der Scheune. Und so, die sind hier bei der Scheune, okay. Ja, ich seh den. Ich bin hinter dem Haus. Warte noch, ich kann ihn gleich. Oh shit, Alter, er duckt sich genau, als ich schieße. Ist er in der Scheune oder wo ist der? Er ist, er lootet eine der Leichen. Mitten auf der Straße ist er irgendwo, mitten zwischen den Häusern. Er duckt sich genau, als ich schieße. Von wo soll ich am besten ankommen? Also, von Waldseite oder wieder von der Scheune, wo der Transit ist? Wäre jetzt eine wichtige Information. Bist du das, der auf den zuläuft? Nee, zum ja, ich weiß aber nicht, wo der ist. Er ist am Haus. Er liegt genau am linken Haus. Richtung Stadt, Perry. Am Haus, Richtung Stadt, genau in der Mitte. Er kann jetzt nur im Liegen bleiben. Wenn er aufsteht, hab ich den. Aber es kommen Zombies zu mir hoch. Zwei Leute, hast du den? Nee, ich weiß bist nicht, du da links um die Ecke, links um die Ecke bei dir jetzt. Da unten. Da war der irgendwo. Schön. Hab schön, ihn. Schön. Das war der. Zombie hinter dir? Ja. Wir sind alle tot, Mucka. Wir sind alle tot. Soll ich beobachten oder soll ich zu dir kommen? Beobachten. Also ich komme jetzt gleich angerannt, ne? Der hat also ich so bin jetzt ein an dem See. Time Luck, ne? Er wollte looten, legt sich genau hin und derzeit schießt sich so. Richtig los. Pass auf, deine Mates sollten jetzt auch wieder ankommen. Und wieder unwichtig. Zombies versammeln sich bei mir. Okay.
Alter, Mann, ey. Der Adrenalin. Hi, Zombie-Jaker. Du kommst genau richtig, Zombie-Jaker. Aber ich konnte anscheinend konnte ich da nicht durchschießen. Ja, du hast gegen den Baum geschossen. Bei mir. Irgendwie. Genau. Da sind Schüsse im Baum eingeschlagen, ja. Ja, das ist genau, als er sich geduckt hat. Wie gesagt, der hat sich genau geduckt, als ich geschossen habe. Das war so unlucky. Oh, da geht's. Kann ich einfach zugreifen, oder? Ja, loot einfach. Looter und schaut, dass die anderen nicht kommen, ne? Nicht, dass sie beim Looten getötet werden. Ich werde mal Bloodpicks und so checken schon mal. Ja, den Teamfight haben wir gewonnen. Ich habe leider wenig dazu beigetragen. Aber ich wollte wegen der Aufnahme, wollte ich, ne? Ist halt im Stream. Ich will nicht unbedingt da reinlaufen. So, normalerweise bin ich der Erste, glaube ich, der da einfach blind reinläuft. Und Dauerfeuer alles umballert. Weil das ist mir zu risky. Das ist mir zu risky einfach. Weil wenn ich jetzt abkacken würde, dann fehlt uns halt so, ne? Dann haben wir keinen, der das aufnimmt. Dann, wenn ein Bloodpack ist, gib's mir direkt, bitte. Ich hab doch ein Bloodpack mit. Ich hatte eben 2 Stück. Ich hab nur eins in der Tasche gehabt, hab ich gesehen. Und ich hab ein Medikit für dich mit. Okay, willst du schnell nach hier kommen? Ja, ich komme jetzt, warte. Ich loote noch zu Ende das Krankenhaus. Das ist jetzt zwar fehlt. Ja, jo, mach ich. Was ihr, ey? Hör dir vor, das nicht gerade so. Daniel, das ist ein Freund, glaube ich. Ja, ich weiß. Mucka, wann kommt Ark? Sebo, erstmal kommt kein Ark. Ark wird wieder dauern, bis es kommt. Ich habe den Spaß verloren. Also die haben uns da weggeradet. Die haben zwei größten Clans, oder zwei der größten Clans haben sich verbündet, haben uns mit 16 Mann einfach wegpenetriert. Mit, keine Ahnung, 1 Million Granaten. Die ganze Metallbase. Ja. Ja, also nicht alles kaputt gemacht, aber die haben da, die weißt du, die hatten, das waren so viele, die hatten so viele Granaten, dass sie angefangen haben, Granaten einfach so in die Luft zu schmeißen, indem sie zelebriert haben, dass sie uns platt gemacht haben, weißt du. Ich hätte wenigstens ein paar von denen noch töten können, aber ich lock mich halt wieder ein und hab nichts, weißt du. Hab nicht das, was ich gern hätte. Macht halt mit so wenig Leuten echt keinen Sinn zu spielen. Ich glaube, das wäre auch so, wenn ich zur Army gegangen wäre oder so, wäre, glaube ich, das auch eins der geilsten Sachen, die man da machen kann. Ich glaube, so in der Army wäre das auch so eins, so Commander, so, weißt du, der alles so, der, was heißt nicht der Commander, nicht der Oberbefehlshaber oder so, sondern aber so einer, der einen Trupp kommandiert. Ich glaube, das wäre was Geiles für mich. Okay, diesmal ist wieder nichts. Ich verstehe das nicht, manchmal spawnt einfach nichts in diesem Krankenhaus. War aber auf jeden Fall ein schöner Kampf, also. Muss man nur sagen, Rashiket hat sich sehr, sehr gut gemacht. Hätte man ihm gar nicht zugetraut, oder? Weil er immer so verschont ist. Aber ich hätte auch den Gegner töten können, bevor der Rashiket den anderen erledigt hat, aber halt wie gesagt, dadurch, dass die Verbindung abgebrochen ist. Ja, aber du hast auch mich davor getötet fast. Und Perry, der hat genau den gleichen Spielstil wie ich. Ich mag den jetzt schon. Ja, er soll aufhören mit der Main-Waffe Zombies zu töten. Na, ja, ich weiß auch nicht, was der da macht. Ich laufe einfach mal hinter dem Hero her, so. Ich glaube, ich muss wieder so eiskalt werden wie früher und einfach alles abballern. Egal, ob es Team oder Freund oder Feind ist. Einfach immer Bats ins Gesicht. Ich bin zu weich geworden. Okay, Perry, dann lass uns mal das Auto holen und dann Richtung Base fahren. Dann darf ich dich bitten, mit den anderen zwei dahin zu laufen. Dann